Das, die haben hier einfach so einen Riesen. Und da sind überall Items. Will ich aber erstmal so nicht runterspringen. Okay, so einer. Diese dicke Truhe. Erstmal gucken, ob das eine Mimik ist, wenn es hier sowas überhaupt gibt. Schleier des Imitators. Das kann ich auf den Kopf tragen? Anrufungs-Skarabäus. Ein goldener Skarabäus ist aber der, der direkt auf den Kopf getragen wird. Diese Skarabäen rollen Anrufungen zu Kugeln zusammen. Manchmal die FP-Kosten von Anrufungen erhöht aber den erlittenen Schaden. Wenn sich das Leben des Skarabäus am Ende zuneigt, verlässt er aber seinen aufgerollten Schatz, bereitet die Flügel aus und tritt den langen Heimflug zu einem Nest an. Okay. Ich habe doch irgendwie so einen Schleier gerade gefunden. Ah, hier. Was ist das denn? Verbraucht FP, imitiert Objekte in der Nähe. Okay. Kann man benutzen, hört sich aber nach Krempel an für mich. Krempel, den ich nicht benutzen will. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Okay, dann komme ich hier mal entgegen, mein Freund. Bin ich mal so nett. Was ist denn da hinten? Habe ich da richtig gesehen, dass da ein dicker Gegner auf mich wartet? Ja, doch, das ist dieses mehrarmige Ding. Ich denke mal, es wird jetzt ein bisschen heftig, gegen das Ding zu gewinnen. Erstmal... Genau, so tun, als wäre ich irgendwie ein Objekt. Okay, hier ist nichts. Da ist ja noch so einer. Ich wollte dich nicht stören. Hättest du weiter herumlungern können, Bürgerschuhe. Hier sieht's ja lecker aus. Das war der Boss vom Anfang. Jetzt ist das ein normaler Kackgegner. Kommen hier nicht aus der Ecke. Das war ja wunderschön. Ihr seid gestorben. Ich tu mal ins Crafting-Menü reinschauen, weil das habe ich ja schon länger nicht mehr gemacht. Da kostet die Ausdauerregeneration. Das sind alles Pfeile. Ich kann mir so eine Sache basteln.
Machen wir davon ein paar. Und gleich benutze ich nochmal meine Skelettchen. Oh Mann, ey. Wo ist er? Komm her! Kann ich die Skelette schon hier verwenden? Das wäre schön. Kann ich aber nicht. Mir wird es angezeigt, wenn ich die verwenden kann. Okay. Weiter im Text. Da runterspringen macht keinen Sinn. Außer wenn ich sterben will. Hier ist leider kein Ort der Gnade. Ich bin jetzt versuchen mit meinen wunderschönen Knochenohrfeilen, die ich da gemacht habe. Das Vieh dazu besiegen. Ich muss auch die auswählen. Ich werde ihn damit nicht töten, ich werde ihn nur sehr viel Schaden machen. Hier ist, glaube ich, so ein Ritter gewesen. Genau. Vielleicht werde ich mit Pfeilen demnächst ein bisschen mehr zu tun haben, mit Wurfpfeilen. Oder Wurfmessern oder Wurfknochen. Oder wie du die Dinge auch nennen willst. Okay, hier sind ja drei Dudes, die darauf warten, getötet zu werden. Huch dich, habe ich nicht gesehen, dass du noch lebst. Ich
kann meine Skelette nicht rufen. Scheiße, wieso hast du abvisiert? Nimm doch den Trank. Horrorstore. Das hat aber gut Seelen gebracht. Es ist leider das Problem, dass ich keine Hochlandaxt, keine Items mehr habe, keine Heil-Items. Gut stehende Boli. Die ist eigentlich ganz gut dabei für eine Einhandaxt. Man kann versuchen. Da gehe ich erstmal nicht rein. Oder komme ich dann da, wo der Ort der Gnade ist, raus? Oh nein. Tür versuchen. Dunkler Schmiedestein. Ach, ich brauche hier sowieso Dinger. Habe ich diese Dinger? Die sind bei Schlüssel. Ich habe nur einen. Ich brauche zwei, weil das zwei Statuen sind. Ich brauche zwei Sternschwertschlüssel. Wie gesagt, habe nur einen. Suchen. Ich fahre mit dem Ding. Wo auch immer ich jetzt auskomme. Ja, unerhörlich. Vielleicht zählt das Ding als eine Art Boss oder so, dass das nicht mehr wiederkommt. Oder ist es noch wieder da? Nee, es bleibt tot. Es bleibt tot. Da kommt man nicht lang. Dass hier auch überall Körperteile sind, das ist voll abartig. Was ist das denn für ein Bild? Okay. Und Leichensäcke sehe ich gerade, links haltend. Moin. Ich habe da oben schon gesehen. Ich war mir schon am überlegen, wie ich dich am besten wegmache, aber so anscheinend. Weile. Eine Armbrust wäre mal was Feines, ne? Weil die könnte ich wahrscheinlich tragen. Unerhörlich. Oh, Scheiße. Nee.
Lass mal schön auf. Ihr Affen. Ich muss mal hier kurz rein. Einer nach dem anderen. Hat man euch im Kindergarten nichts beigebracht? Hört ihr auf? Hutze der Verbannten. Ich mache erstmal dich hier weg. So mache ich dich hier weg. Oder euch beide. Ich weiß nicht, was du da für Sachen machst, aber hör auf damit. Ist das das Haupttor? Oder was? Ich wollte nur Runde 2. Mach eine goldene Runde 2. Ne, sogar 4. Oh, da ist da noch einer. Schmetterling oder Schwänderschmetterling, eine Pike, goldene Rune, goldene Rune, noch mehr goldene Runen, Bolzen, Schwellender Schmetterling, Magiefett. Da ist einer am Rumgehen. Kann ich da hier irgendwie rein? Von hier raus kam ich. Also dann wollen wir erstmal hier lang gehen. Hier ist dunkel wie Sau. Und herrlich. Anpfeile. Ich trinke mal schnell was. Was ist das denn für einer? Tschüss. Wie geht's denn hier lang? Keine Gegner voraus. Milde Vorverzeihung. Jetzt wartet der hier vorne. Ich mach erstmal den Hundi weg. Den Wuffi. Und werde voll angegriffen. Das war eine Scheißidee, hier reinzugehen. Das war richtig kacke. Dass das nicht automatisch schon der Aufzug hier steht. Richtig schade. Das waren 6000 Runen wieder. Meine Güte, ey. Wenn ich die jetzt wieder verliere, gehe ich aber kotzen. Weil so kriege ich nie ein Level ab.
Ja, erst nach oben gehen, weil hier Mister, ich werfe wahrscheinlich mit Bomben, da oben steht. Wo bin ich? Weg hier. Kann ich dieses Gerät eigentlich auch benutzen? Nein, kann ich nicht, aber ich kann die Leiche plündern. Okay. Bevor die mir in den Rücken fallen, mache ich die hier mal kurz weg. Die hier an den Feuerdingern stehen. Ich greife mir gleichzeitig an. Schnell das geholt. Schnell wieder raus. Ich will ein bisschen mehr Platz haben. Wo ist der Hundi? Nicht angreifen. Komm hier nicht durch. Okay, der Hund scheint tot zu sein. Nein, ist er nicht. Das war das Skelett, was gestorben ist. Weg mich. Wieso habe ich ihn nicht wegslammen können? Die Skelette machen aber richtig gut Arbeit gerade. Wir lenken den richtig gut ab. Meine Güte. Ist hier irgendwie noch irgendwo einer? Da oben könnte noch wer rumlungern. Kommt ihr mir hinterher, gestopft Skelette? Okay, hier ist ein Item. Ein Holzgroßschild. Ich denke mal, das wird nicht so gut sein wie das, was ich gerade habe. Kommt mal hinterher, gestopft, meine Freunde. Warte, da ist was. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Riese voraus benötigt. Hätte der das kaputt hauen müssen? Hm. Und Schmiedestein 1, die brauche ich. Jetzt bin ich in einem Gebiet gewesen, wo sie despawnen, die Skelette.
Zeckenfingermedizin. Wofür ist die Medizin eigentlich gut? Oder verschiedene besondere Effekte. Offenbart Kop und feindliche Rufzeichen. Okay. Also muss ich. Ist das Menschlichkeit? Bist du. Ja, du bist, glaube ich, der Feuerspeier, ne? Das ist doch alles Scheiße hier. Hackvieh. Direkt noch so einer. Huch, dich hätte ich beinahe nicht gesehen, mein Freund. Wäre schlecht für mich gewesen, hätte ich das versucht zu looten und du bist mir in den Rücken gefallen, wäre nicht gut gewesen. Gerade die Dingens nehmen, drehen. Das ist ja wunderherrlich hier alles. Ach, ich muss ja gar nicht lang. Ich kann ja mittlerweile die Abkürzung nehmen. Ich muss bei denen bleiben. Skelette können ja erstmal ein bisschen Trubel veranstalten und ich komme dann von hinten. Oh Scheiße, haben die geaggrot.
ist hier noch wer? Ist auf der Dicke. Erbhund. Ja, mach du mal, damit ich mich hier heile. Warte, ich muss mich heilen. Ich hatte noch auf die Knochen. Okay, so richtig funktioniert tut es nicht, wie ich mir das vorstelle. Meine Fresse.